Ein herzliches Hallo an alle Pressevertreter und alle Zuschauer zu Hause. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen nach unserem ersten Spiel der neuen Saison. Endstand 1:1 zwischen der SG Brockstadt und dem FC 08 Villingen. Ich darf neben mir begrüßen den Gästetrainer Mario Klotz und unseren Trainer Sedat Görn. Ja, das erste Wort hat unser Gast. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Gerne gleich zum Spiel. Ich denke, man hat gesehen, ja, dass wir mit viel Elan und viel Freude hier angereist sind. Wir sind von Beginn an gut ins Spiel reingekommen. Ja, was man sagen muss, ist natürlich, dass das Gegentor, wo wir ins Hintertreffen geraten, äußerst unglücklich fällt. Da hatten wir einfach Abstimmungsprobleme. Abgesehen davon waren wir aber gut drinnen, hatten einen guten Spielaufbau, haben auch sehr, sehr mutig gespielt. Was in der ersten Halbzeit noch der Fall war, war, dass wir im letzten Drittel noch keine zwingenden Chancen rausspielen konnten. Wir haben in der Halbzeit diverse Dinge angesprochen, ja, wollten unbedingt den Rückstand wettmachen, kommen raus, man hat es gemerkt, ja, auch hochmotiviert, kommen dann auch verdient zum Ausgleich, ja, machen das 1:1. Und dann, denke ich, hat man gesehen, dann hatte sowohl Fulda noch sehr, sehr gute Chancen, als auch wir. Meines Erachtens hatten wir ein leichtes Übergewicht noch von der Chancenanzahl her. Unterm Strich hatte aber Fulda am Ende auch noch eine gefährliche Standardsituation, wo natürlich dann auch immer am Ende von so einem Spiel auch unglücklich für uns dann hätte ausgehen können. Deshalb, wir sind hier mit dem Unentschieden sehr, sehr zufrieden. Und im Gesamten war das für uns jetzt auch ein guter Auftakt. Vielen Dank. Dankeschön. Sedat, dein Fazit? Ja, hallo zusammen. Ich denke, dass wir auch sehr gut im Spiel drin waren, dass wir auch ja, da das 1:0 machen, wo wir dann super herausspielen und eine gute Schaffette auf der linken Seite dann noch gut vollenden mit Nils. Und man sieht natürlich, was ein Torwart so ein Spiel verändern kann. Ja, diesen Anlaufverhalten haben dann ein bisschen Probleme gehabt danach, ja, da Zugriff zu haben, weil Zweieraufbau, Dreieraufbau, sehr beweglicher Aufbau. Wie gesagt, dass der Torwart dann natürlich mit dem Spielaufbau teilnimmt, das erschwert natürlich die Situation. Deswegen hatten wir da teilweise Probleme gehabt, aber wir standen aber gut, haben auch nicht, fast gar nichts zugelassen in der ersten Halbzeit, kommen raus, sprechen das nochmal in der Kabine an, dass wir noch defensiv gut bleiben, nicht planlos agieren. Da war eine Szene gewesen beim 1:1 davor, dass der Ball dreimal ja, wie so ein Flummi hin und her geflogen ist. Wir sind in der Öffnung beim Torwart, stehen noch hinten die komplette Kette im Strafraum drin, Abstände 60, 70 Meter, dann verschenken wir natürlich die Räume dem Gegner. Natürlich, der Gegner hat auch gewisse Qualität, dann 1:1. Und danach denke ich, dass wir auch weiterhin versucht haben, nach vorne das Spiel wieder in den Griff zu bekommen, gegen den Ball weiterhin gut zu arbeiten. Dann war die Chance natürlich mit dem 2:1 für Gegner, wo der Zappico super hält. Ja, dann hätten wir aber mehr vom Chancenplus her, denke ich, einmal mit Tim, nochmal am Ende mit Dittmann, Lucky Punch, nochmal zwei, drei Möglichkeiten, wo wir den Ball einfach verschleppen. Da denke ich, dass wir dieses Chancenplus hatten, aber am Ende ist es dann 1:1 ausgegangen, damit müssen wir leben. Ja, schade, dass das Tor dann so gefallen ist, das ärgert mich am meisten, aber wir müssen damit leben, wenn man die anderen Ergebnisse jetzt sieht, ja, dass alle fast unentschieden gespielt haben, bis auf das eine Spiel. Und müssen gucken, dass wir die nächsten Spiele konsequenter angehen, dass wir da die Räume noch besser schließen gegen den Ball, mit Ball noch besser agieren. Wir haben zu viele Ballverluste gehabt, auch im Zentrum, ja, dass wir keinen Zugriff hatten, dass wir unser Spiel einfach nicht durchdrücken konnten. Ja, deswegen war das dann nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Deswegen denke ich, muss man auch mit dem Punkt zufrieden sein. Dankeschön. Gibt es Fragen? Johannes? Ich habe gerade fast so ein bisschen angehört in deiner Einführung, also Sedat, dass du so ein bisschen neidisch auf den Torwart warst. So wie er das Spiel dann von hinten aufbaut, haben wir auch hier oben so beobachtet, dass er schon extrem forscht und offensiv war, was er ja selten sieht und dass wir Probleme hatten, einfach da im Aufbau und aufgespielt wurden, dann so im Zentrum ins Wacken geraten seid. Wünscht man sich sowas als Trainer auch einfach? Ja, das sieht man ja nicht überall, dass so ein Torwart da mitspielt. Ne? Das gibt es ja nicht überall. Das haben wir letztes Jahr auch nicht gesehen. Das kann dir natürlich auch um die Ohren fliegen, ne? Wenn die Präzision da nicht stimmt und du dann auch gut schließt. Wir haben ja das immer wieder angesprochen. Bei der Videoanalyse war es genau das Thema. Und teilweise haben wir da in den Momenten nicht, waren wir uns nicht klar. Da musst du eine schnelle Entscheidung. Ja, ist das eine Zweieraufbau, Dreieraufbau plus Torwart? Zweieraufbau plus Torwart? Ja? Da haben wir einfach
zu spät geschaltet, deswegen haben wir diesen Zugriff nicht. Und dann ist das so, dass der offensive Zehner oder Neuner sich auf die Halbräume fallen lässt und dann kann er diesen diagonalen flachen Ball spielen. Das war ja auch teilweise der Fall. Wir haben es aber angesprochen und dann muss der eine dann mitgehen. Dann musst du auch offensiv auch riskant verteidigen. Das haben wir teilweise nicht geschafft, aber dadurch ist das Tor ja nicht auch entstanden. Das Tor ist ja entstanden, weil wir den Ball hatten und die Abstände zu groß waren und diese Aktion noch schärfer gemacht war, wo es eigentlich gar nicht nötig war und nicht der Fall war. Deswegen ärgert mich das Ganze, ja. Wenn der Tormann natürlich da im Spiel dabei ist und die überspielen uns mit so einer Aktion, dann ist das also, war es aber nicht der Fall. Ja. Natürlich hat sich dieses Anlaufverhalten oder das ganze Spiel hat sich durch diesen Torwartspiel komplett verändert. Gebe ich dir recht. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank. Euch alles Gute. Vielen Dank. Saison. Euch auch. Und eine gute Heimreise. Jawohl. Dankeschön. Vielen Dank.